Hallo, ich bin Carsten in Asen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Also ich bin gerade in Asen gestartet und zwar gehe ich heute die zweite Etappe vom Hoher Marksteig und ja, die führt mich von Asen dann in die Hart Richtung Erkenschwick. Ziel ist, müsste heute irgendwo in der Nähe vom Gasthaus Mutter Vena sein. Ja, da bin ich mal gespannt. Scheint auf jeden Fall heute schönes Wetter zu geben. Denke mal, das wird eine schöne Tour heute. Ja, zwischendurch kommt man dann auch mal auf so kleine Waldpfade, also nicht nur große Forststraßen. Ja, dann macht das Wandern Spaß. Ja, hier zeigt sich die Hart auch von ihrer etwas wilderen Seite. Hier geht es dann auf wirklich schmalen Pfaden weiter. Das bei dem herrlichen Wetter. Ja, das macht Spaß hier. Ja, zwischendurch kommt man dann auch mal an so eine kleine Waldstraße. Ja, aber das sind nur so ein paar hundert Meter, die man hier Asphalt treten muss. Und dann geht es gleich auf Waldwegen weiter. Ich glaube, das kann man verkraften. Ja, und dann direkt kurz nach der Straße oder wo die Straße in den Wald reingeht, kommen wir vorbei am Jammertal. Da gibt es ein beliebtes Hotel und Golfplatz und so. Aber ich gehe jetzt lieber wieder in den Wald rein. Ja, so langsam kommt die Sonne raus. Ist mir schon jetzt warm geworden. Jetzt habe ich mir die Weste ausgezogen. Aber schaut mal hier. Da es auf dem Hohen Marksteig in dem Sinne keine Markierung gibt, oder ich habe auf jeden Fall noch keine gefunden, ist es natürlich fast unumgänglich, mit einem GPS-Gerät zu wandern. Weil da muss man hier schon so einige Male drauf schauen.
Wow. Bin ja hier in der Ecke aufgewachsen. Aber dass es hier in der Hart solche Sandsteingebilde gibt, habe ich auch noch nicht gesehen. Boah, ist halt gerade schön hier. Das hat irgendwas von Urlaub. Hier so am Hang entlang. Und das vor der Haustür. Ah, jetzt weiß ich, wo wir hier sind. Gehört habe ich schon davon. Wir sind hier am Naturschutzgebiet Stimmberghöhe. Und ja, hier kann man sehen, wie die Hart aufgebaut ist. Und zwar war dieses Gebiet hier tatsächlich mal Meer, also Meeresgebiet. Und der Berg hier besteht eigentlich nur aus Sand. Und normalerweise müsste man meinen, dass der Sand ja schon längst von der Erosion weggespült wurde. Aber es sind überall solche Quarzitsteine oder Quarzit, ja, man könnte schon fast sagen Platten, eingelagert. Ja, und diese verhindern nun quasi zusammen mit der Vegetation, dass der Sand hier komplett weggespült wird. Das ist mal wirklich ein Stück Erdgeschichte, Geologiegeschichte, was man sich hier anschauen kann. Da vorne steht eine Tafel, werde ich dann mal ein Foto von einblenden. Und wer das genau lesen will, was ich jetzt gerade erzählt habe, der kann dann ja mal kurz auf Stopp drücken. Na, wer sonst sich denn da? So, da unten geht's jetzt zur Mutter Vena, zu dem Ausflusslokal. Aber ich gehe da jetzt nicht runter. Ich gehe direkt auf dem Rückweg die paar hundert Meter speichern. Ja, da hinter den Bäumen ist der Feuerwachturm auf dem Farnberg bei Erkenspick. Aber da gehe ich jetzt heute nicht hoch. Da ist gerade viel zu viel los. Kann ich eh nicht in Ruhe leben. Gehe ich lieber weiter. Also bis jetzt war der Weg ja super toll. Hat mir echt Spaß gemacht. Aber jetzt gehe ich schon seit ungefähr einem Kilometer hier auf so einem sandigen Reitpfad. Also einen Fernwanderweg auf dem Reitweg, also
planen kann, das verstehe ich nicht. Weil also Spaß macht das nicht, hier zu laufen. Zum anderen, also wenn es schon getrennte Reitwege gibt, weiß ich nicht. Und hier ist auch nicht rechts oder links dieses Reitpfades noch ein Wanderweg. Also wie es an manchen Stellen schon ist, aber das hier, das ist mal nix. Nee, Gott sei Dank bin ich jetzt von dem Reiterpfad wieder runter. Nicht, dass ich was gegen Reiter habe. Überhaupt nicht. Nur auf diesem sandigen Boden wandern. Nee, da klaut ihr, da kannst du genauso gut durch den Schnee wandern. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite quasi am Jammertal vorbei. Also das hier ist dann der Golfplatz. Ja, aber jetzt kurz vor Schluss kommt dann wieder so eine Stelle. Da ist der Weg schon fast nicht mehr als solcher zu erkennen. Dann macht das Ganze natürlich wieder viel mehr Spaß. Ja, der hohe Marksteig ist natürlich weit davon entfernt, ein Premium-Wanderweg zu sein, weil zum einen ist der Herr doch ein bisschen beschwerlicher zu begehen und zum anderen Bänke und Schutzhütten sind hier natürlich auch ein bisschen rar gesät. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, gerade das macht hier auch den Reiz aus. Weil ich war ja schon oft hier in der Hart unterwegs, also in diesem Teil der Hohe Mark. Und ich habe hier Ecken gesehen heute. Hier war ich noch nie. Ja, jetzt bin ich am Wesel-Datteln-Kanal. Muss jetzt quasi eine Brücke weiterlaufen. Circa einen Kilometer. Und dann bin ich wieder zurück. Ja, Fazit zu der heutigen Tour. Also die Strecke von Erkenschwick nach Asen. Also da sollte man ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil auf diesen Reitwegen dann doch nicht so schnell auf diesem sandigen Untergrund. Nichtsdestotrotz ist das echt eine schöne Tour. Ich habe mal eine neue Gegend in der Hart kennengelernt. Also da war ich noch nie. Super.